Stapp, wir gehen zuerst mal in den Traumbaum. Falls er nicht zu hat. Ole. Doch. Nicht zu. Hi. 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 So. Fuck, bist doof. Hey, sehe ich da etwa einen Shake? Machst du dir keine Sorgen um die schlanke Linie? Ich versuche nur, meine Sorgen zu ertränken. Ja, ich geb's zu, der Mord an Bob setzt mir doch plötzlich ganz schön zu. Ja, ich war heute Nachmittag auch ganz schön fertig. Das war der Wahnsinn, auf dem gleichen Stuhl zu sitzen, auf dem er in Stücke zerlegt worden ist. Ich nehme eine Ofenkartoffel. Was? Was ist? Ich hab dir doch von meiner Tante Emily erzählt. Das ist die, die in Arizona lebt, mitten in der Wüste. Ich weiß, die Tierfreundin. Ja, genau die. Sie pflegt ihre Essensreste vor die Haustür zu werfen, damit die armen Waldtiere was zu fressen haben. Die Waldtiere? Ja. Sie wohnt doch in der Wüste. Halt den Mund und hör zu. Jedenfalls einmal, als ich bei ihr war, da wirft sie eine uralte, widerliche, fette, vergammelte Ofenkartoffel zur Tür raus. Und es war unglaublich, Mann. Die Frau wirft wie ein Profi-Baseballspieler. Die Kartoffel fliegt durch die Luft und schon kommt ein kleines Häschen angehoppelt. Kommt angehoppelt und wirft sich in die tödliche Bahn des Geschosses. Unausweichlich. Nein. Oh doch, unausweichlich. Und schon schlägt die Kartoffel ein, mitten zwischen die Löffel des Kleinen. Ehrlich, einen Moment hat es ausgesehen, als hätte es einen braunen Sturzhelm auf. Ich habe nie gewusst, dass ein Präriehase so hoch springen kann. Findest du das lustig? Ja. Der arme Kerl ist jetzt wahrscheinlich in Therapie. Was ist denn das für ein Shake? Das ist kein Schokoshake. Hanfshake. Hanfshake. Cannabis-Shake. Trev, ganz im Ernst. Hast du jemals wirklich abartige Fantasien gehabt? Zum Beispiel? Jemanden zu töten. Trev, ich wollte Bob töten. Jedes Mal, wenn er mich ausgelacht hat, wollte ich ihn töten. Naja. Weißt du, jeder hat manchmal solche Vorstellungen, Mann. Mach dir keine Sorgen, ja? Hey, hör zu, Mann, ich muss jetzt los. Ich hab eine Verabredung zum Essen. Jemand Neues? Erzähl mal los. Nein, also gut, sein Name ist Mike und ich habe ihn bei der Nazarene-Ausstellung kennengelernt. Er ist klug und begabt und lustig und ganz einfach süß, ehrlich. Hört sich gut an. Ja. Dann viel Spaß. Ich werde mir Mühe geben. Der wechselt doch seine Freunde wie Unterwäsche, oder? Ja. Oder beziehungsweise seine Dates. Ich meine, wenn es mir Spaß macht, könnt zur Ärztin. Ah, guten Tag, Curtis. Wie geht's Ihnen? Alles in Ordnung. Wenn Sie mich belügen, kann ich Ihnen nicht helfen. Ich glaube echt, ich verliere meinen verdammten Verstand. Setzen Sie sich. Lassen Sie uns reden. Machen Sie sich bitte jetzt frei. Wieso wollten Sie mich heute nochmal sehen, Doktor? Das ist doch wahrscheinlich nicht üblich, oder? Nein, das ist nicht üblich. Aber wir beide haben noch eine Menge Arbeit vor uns, Curtis. Und ich will, dass das Fundament dafür so schnell wie möglich fertig wird. Ja, das will ich auch. Grins. So, jetzt kann ich das Zeug zeigen wahrscheinlich, dieses Threshold-Projekt und sowas. Genau. Hier, ich habe einen Brief von meinem Vater gefunden. Hören Sie sich das an. Das Schwellenprojekt ist an und für sich nicht unbedingt böse, Curtis. Aber solange es in den Händen von Paul Warner und Wintec ist, kann nichts Gutes dabei rauskommen. Es sprengt den Rahmen. Mein
mein Gott, das muss ein Wahnsinniger geschrieben haben, Doktor. Das glaube ich nicht, Curtis. Es klingt absolut logisch. Toll. Als ob sie wüsste, von was da geredet wird. Das ist ne? Genau wie diese Frage von You Don't Know Jack, die wir vorher hatten. Schmutzige Unterwäsche plus Weizen gleich Mäuse. Stimmt, ja. Absolut logisch. Und du hast dann die falsche Antwort genommen. Die dritte Frage genommen. Ne? Ich aber dachte, ich werde damit gemobbt bis zum Rest meiner Tage. Sagen Sie mir die Wahrheit. Sind Geisteskrankheiten erblich oder nicht? Es gibt erbliche Geisteskrankheiten, ja, Curtis. Aber dieses Krankheitsbild wird durch Stoffwechselstörungen hervorgerufen und es gibt ausgezeichnete Heilungschancen. Oh Gott. Oh Gott, vielleicht bin ich schon verrückt von Geburt an. Ich habe kaum Erinnerungen an meine Kindheit. Legen Sie sich nicht auf, Curtis. Entspannen Sie sich. Atmen Sie tief durch. Machen Sie Schluss damit, sonst tue ich es. Ich bring dich um, du dreckiger Hurensohn. Doktor, mein Vater wurde ermordet. Oh mein Gott. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass ich gesehen habe, wie er tot dalag. Sie haben ihn überfahren, sind ausgestiegen und haben ihn erschossen. Sie haben ihn einfach erschossen. Curtis. Es ist durchaus möglich, dass ein verdrängtes Trauma für sehr große emotionale Probleme verantwortlich ist. Ich glaube, Sie sind jetzt ein großes Stück weitergekommen. So. Hammer können wir nicht mehr machen. Wir können die Akte nochmal nehmen. Doktor, ich glaube, dass dieses Schwellenprojekt, was immer es war, vor langer Zeit eingestellt worden ist. Aber jetzt wird es wieder aktualisiert. Und zwar mit aller Kraft, da bin ich sicher. Wie kommen Sie darauf? Durch viele kleine Hinweise. Ich habe Akten gesehen. Ich habe bestimmte Äußerungen gehört. Ich glaube, dass da etwas Schreckliches passiert. Etwas, was noch nie jemand versucht hat. Es scheint mir wichtig, dass Sie in Ihrem Kopf klar unterscheiden zwischen dem, was Sie genau wissen und dem, was Sie sich nur vorstellen. Jetzt denken Sie, ich gucke so oft in die Akte X rein. Okay, das geht nicht mehr. Das Kleid geht nochmal. Okay. In ihrem Hass auf mich hat meine Mutter mich nicht nur gedemütigt und geschlagen. Sie hat mich auch gefoltert. Sie hat Sachen mit mir gemacht, wie sie in den Gefängnissen in Chile und Nicaragua vorkommen. Auf welche Weise hat sie gefoltert, Curtis? Curtis! Komm her, du kleines Monster! Ollig. Ich will wissen, was sich unter deiner widerlichen, schleimigen Haut verbirgt. Es ist vorbei, Curtis. Es ist jetzt vorbei. Sie ist nicht mehr da. Sie haben es überlebt. Sie sind hier, Curtis. So, der Knopf geht nochmal. Ich glaube manchmal, ich habe Bob getötet. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, wie ich es getan habe, aber ich muss immer daran denken, wie sehr ich ihn gehasst habe. Ich habe ihm so auf den Tod gewünscht. Das ist höchst unwahrscheinlich, Curtis, dass jemand einen Mord verdrängt, kommt praktisch nie vor. Schauen Sie in sich hinein. Meinen Sie wirklich, Sie wären zu einem Mord imstande? Vielleicht. Prinz. So, der Knopf geht nicht mehr. Das Kleid geht nicht mehr. Die Akte geht nicht mehr. Die drei gehen nicht mehr. Wir können nochmal dieses Therese-Bild nehmen. Ich war gestern mit Therese zusammen. Ich habe mir den Nabel piercen lassen. Auf der Bühne von diesem Sadomaso-Club. Der Laden war brechend voll mit Leuten.
Haben Sie das wirklich gewollt? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, ich... Keine Ahnung, ich... Ich wollte in diesem Augenblick beherrscht werden, verstehen Sie? Ich wollte, dass Therese mir Schmerz zufügt. Aber danach, da war es dann genau umgekehrt, da... wollte ich sie beherrschen. Was genau meinen Sie damit? Es war eigenartig, als ich von der Bühne runterkam, da stand sie da und ich hab mich auf sie gestürzt. Ich hab sie genommen und auf die Toilette geschleppt und da haben wir es getan. Ich bin über sie hergefallen wie ein Tier. Und wie hat sie darauf reagiert? Offenbar fand sie es irre. Ich dachte, sie zerreißt mich vor Lust. Curtis, haben Sie sich überlegt, ob nicht vielleicht Therese es war, die Sie beherrscht hat? Nein. Aber Sie haben wahrscheinlich recht. Gut. Eine Sache. Noch was? Therese geht nicht mehr. Drehen können wir uns auch noch nicht. Ah, Foto. Das Foto geht, ja. Ich hatte da so ein Erlebnis mit meiner Kollegin Therese. Wir hatten Sex, das war total wild. Waren Sie beide damit einverstanden? Ja. Ja. Aber Doktor... Sie erzeugt Gefühle in mir, die mir Angst machen. Heftige, fast ungezügelte Gefühle. Es war, als könnte ich alles mit ihr machen, was mir in den Sinn kommt, und als könnte sie das auch alles ertragen. Kopfkino. Gut, das Bild geht nicht mehr. Das Bild geht? Arbeitskollegin. Das klingt wahrscheinlich völlig verdreht, aber manchmal wünschte ich, ich könnte mit Joss und mit Trevor zusammen sein. Verstehen Sie? Irgendwie weit weg, wo uns niemand verurteilt und wir mit niemand sonst konfrontiert sind. Viele Menschen haben solche Fantasien, Curtis. Dass sowas in unserer Gesellschaft nicht üblich ist, bedeutet noch lange nicht, dass es verkehrt wäre. Dreiecksbeziehung. Ja, bei dieser Psychologin kann man immer sehr viel reden, leider. Was ist leider? Es ist ja ganz ja. Interessant eigentlich. Nachdem meine Mutter anfing, mich zu hassen, da wurde mein Vater unerträglich. Er fing an, sich zurückzuziehen. Und die ganze Zeit sah er mich an mit diesen schrecklich traurigen Augen. Hat er Sie in Schutz genommen vor den emotionalen Ausbrüchen Ihrer Mutter? Er hat's versucht. Aber nicht genug. Sie hat mich geschlagen. Sie hat mich so fürchterlich geschlagen. Ich glaube, heute sind wir sehr gut vorangekommen, Curtis. Ich würde Sie gerne nächste Woche wiedersehen, aber Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Sie mich brauchen, gut, ja? Danke, Doktor. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eine nette Frau. Naja, abwarten. Die heutige Sitzung mit Curtis Craig zeigt, dass der Patient unter Wahnvorstellungen leidet, die womöglich paranoid sind. Gewalttätige Schübe sind nicht auszuschließen. Das war ja nur ein Memo. Weißt du, was auch leider ist, Daniel? Was denn? Dass mein Amaretto Cola leer ist. Soll einen neuen einschenken. Und dass die Shisha aus ist. Naja. Und dass das Räucherstäbchen aus ist. Ja, jetzt, aber wir spielen ja zumindest noch. Wenigstens etwas, was mich beruhigt. Oh, aber so. Ich hole mir trotzdem schnell noch was Neues. Borderline. Ja, okay, dem SM-Club schaue ich mir jetzt noch mal an. Die Reese ist nicht da.
egal, ich will trotzdem rein. Dann geh rein. Ist der mich schon nach einem Tag kennt? Ja, ja. Unverkehr, so wie der ausschaut. Ist ganz normal. Ich finde, dass du in der Yuppie-Bar einen Block weiter besser aufgehoben wärst. Wirklich? Und du wärst besser in der Schießbude auf dem Jahrmarkt aufgehoben. Weißt du was? Ich fange allmählich an, dich ins Herz zu schließen. Yes. Na, wenigstens locker flockige Sprüche. Na, da weiß schon, wie es sich da zurechtzufinden hat. Ja. Also unter Berufer ist es nicht so. Da komme ich, glaube ich, gar nicht hinter, ne? Ich glaube, der lässt dich nicht durch, ne? Lass sie gefälligst in Ruhe, Arschloch. Sehr freundlich. Werden durch irgendwas, oder? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es gerade auch nicht mehr genau, aber schau mal auf die Toiletten. Das Wichtigste. Ah, das muss Exit. Gut, rüber. Okay, noch ein Piercing vielleicht? Therese scheint noch nicht da zu das sein. Hat er an der Dings ja gesagt. Da geht es nur so runter. Da geht es so runter, ne? Achso, das war das Exit. Genau. Geh mal da, drück mal da drauf, vielleicht. Perfekt. Gut, dann müssen wir wohl oder übel wieder gehen, ne? Scheint nichts hier zu sein, was uns interessiert. Schade. Hol ich mir jetzt doch mal eine andere Cola. Be right back.